Wir sind jetzt Wolkenbasis Nordwest. Und hier sehen wir schon eine Munitionsfabrik und eine ungelenkte Raketenfabrik. Das sind Waffenfabriken, die brauchen immer Erz. Wie schaut's bei dir aus? Du bist voll mit Erze. Du... Oh, du bist fast leer. Ungelenkte Waffen. Dann bleiben wir nochmal stehen. Gehen mit R direkt auf unsere Besitztümer. Sonst habe ich ja immer hier meinen Besitz geklickt. Jetzt habe ich einfach nur R gedrückt. Und sagen unser Merkur, Kommando, Navigation, docke an. Bitte in drei, nee, in Wolkenbasis Nordwest. Bei den ungelenkten Raketen. Wird jetzt eine Weile dauern, weil er ein bisschen weit weg ist. Aber wir flitzen in der Zeit einfach ein bisschen weiter hier rum. Entdecken mehr Stationen und Sprungtore und hoffen einfach mal, dass der Merkur ankommt, bevor irgendjemand anders da Erz verkauft hat. Aber so wie das hier aussieht, gibt es noch ein paar mehr Fabriken. Das heißt, selbst wenn da jemand das verkaufen sollte, gehen wir einfach in anderen hin. Da ist wieder eine Ranch, wo Fleisch produziert wird. Noch eine Ranch. Eine Handelsstation, da kann man manchmal auch Waren verkaufen, aber dann immer nur zum Durchschnittspreis und das rentiert sich nicht so wirklich. Außer man verkauft später Schilde und Ausrüstung. Die kann man eigentlich nur zum Durchschnittspreis verkaufen. Außer mal richtig Glück und die Leute kaufen direkt bei einer Station etwas, aber ja, dazu später mehr. Spezialwaffen, die werden auch Erz brauchen, sind aber leider voll und haben auch kaum noch Energiezellen. Ja, das wird wohl unser nächster Schritt wirklich sein, alle Fabriken mit Energiezellen auszurüsten, damit sie ihre Produkte herstellen und wir wieder erzlos werden können. Oder wir steigen auf irgendein anderes Produkt um. Aber ich bin eigentlich ein ziemlicher Erzfan. So, das Nordtor haben wir entdeckt. Südtor haben wir auch entdeckt. Es müsste noch ein Osttor geben. Ah, da. Herons Nebel, das kennen wir doch. Da haben wir angefangen. Wie ihr sehen könnt, sind die jetzt auch alle schön mit den Pfeilen hier verbunden. Das heißt, da unten wird auch noch was sein und hier werden auch jeweils noch welche sein. Und in drei Welten müsste eigentlich noch eine Verbindung nach oben sein, zu dem Boronenbereich. Aber gut, das alles mit der Zeit. Jetzt gucke ich mal ganz kurz zu der freien Argon-Handelsstation. Und schau, ob die Navigationssatelliten verkaufen. Genau, die kosten zwar 6700 Credits, aber sind sie auf jeden Fall wert. Die Dinger brauchen wir ja, um den automatischen Handel gut betreiben zu können. Das heißt, davon kaufen wir uns erstmal nur 4-5 Stück. So, einmal andocken bitte. Zip. Ja, mit so einem kleinen Schiff geht das Andocken echt schnell. So, Handel. Im Namen des Präsidenten und davon. Senators der Argonen heißen wir Sie herzlich willkommen. Es passen nur zwei Stück in unseren Hangar, weil wir halt so ein kleines Schiff sind. Das ist jetzt doof. Na gut, ich erhöhe mal ein wenig unseren Laderaum. Ah, schon passen mehr rein. Sehr schön. Oh, wir haben nur noch 52.000 Credits. Das ist ärgerlich. Aber gut, unser Merkur ist ja hoffentlich bald bei der Waffenfabrik und verkauft da seine Ladung. Das müssten dann wieder 60.000 oder so sein. So, dann drücke ich wieder Punkt. Wir haben hier drei Waffenfabriken, die alle Erz brauchen. Das heißt, diesen Sektor werde ich auf jeden Fall mit einem Satelliten versehen. Also ich fliege jetzt einfach mal in die Mitte. Relative Mitte, so. Bleib stehen, geh dann auf das Schiffssymbol. Wir hatten hier oben unser privates Symbol, wir hatten hier die Karten und hier haben wir das Schiff, das wir gerade fliegen. Dann können wir hier auf die Fracht gehen oder einfach direkt von hier aus F drücken. Dann sehen wir, was unser Schiff dabei hat. Also was für Marines er dabei hat oder andere Personen, was für Ausrüstung er installiert hat und was er in seinem Frachtraum hat. Hier haben wir nämlich die 5 Navigationssatelliten. Da klicken wir jetzt drauf. Und sagen Auswurf, Anzahl auswählen.
dann wird hier standardmäßig einer schon ausgewählt. Man könnte jetzt mit den Pfeiltasten, wie beim Handeln auch, mit rechts und links, mehr auswählen, aber wir wollen ja nur einen abwerfen. Klicken wir OK. Und dann wird jetzt unter uns da so ein Satellit hingeschmissen. Das Ding. Ich fliege mal ein bisschen weit weg. So, und mache die Sektorkarte mit Punkt wieder auf. Dann sehen wir jetzt hier erstmal unseren Navigationssatelliten. Und da auch das Symbol dafür. Das, wenn wir jetzt weiter außerhalb fliegen, dann sehen wir auch, dass der Satellit einen eigenen Radar-Radius hat. Und zwar einen größeren als wir, was schon mal recht praktisch ist. Das heißt, selbst wenn wir den Sektor jetzt verlassen würden, was ich jetzt einfach mal mache, wo wollen wir hin? Gehen wir mal nach Süden. Fliege durch. Also wenn wir gleich den Sektor verlassen haben, werden wir immer noch hier sehen können, was hier passiert. Und immer noch jederzeit eine Station anklicken können und über Informationen sehen, wie voll oder leer deren Lager sind. Und auch die automatisierten Schiffe werden das später können. Also extrem praktisch. Ein Nachteil bei den normalen Satelliten ist, dass die Reichweite doch ein wenig begrenzt ist. Wir haben halt nicht den kompletten Überblick über diesen Sektor. Und das ist noch ein kleiner Sektor, es gibt wesentlich größere. Oh, da kam gerade unser Merkur an. Erreiche Autopilot deaktiviert. Den wählen wir jetzt mal an. Unser Merkur. Na, ist immer noch auf dem Weg. Und wir sehen jetzt hier auch unseren Navigationssatelliten. Das wird recht unübersichtlich, wenn wir alle hier anzeigen lassen. Deswegen gehe ich meistens auf Optionen. Jede Menge Optionen, die wir noch nicht brauchen. Aber hier haben wir Satellitenanzeigen, ja oder nein. Klicken wir nein, klicken wieder auf alles und schon ist das wieder gut übersichtlich. Wir sind jetzt in Ringo Mond, was auch primär eine Essensproduktionsstelle ist. Also wir flitzen kurz durch, gucken, ob hier irgendwelche Waffenfabriken sind. Und wenn nicht, dann werfen wir auch keinen Satelliten hier ab. Ein guter Trick, um die Sprungtore auch zu finden, wenn die Sektoren zu groß sind, ist darauf zu achten, wo die Schiffe hinfliegen. Also es entstehen meistens so eine Art Autobahnen im All, wo die Schiffe halt immer lang fliegen. Und wenn man sich an irgendeinen Transporter ranhängt, findet man schon recht schnell den Weg raus. So, Ringomond hat eine direkte Verbindung zu Argon Prime. Argon Prime wollten wir auf jeden Fall einen Satelliten hinstellen. Das heißt, wir flitzen da mal durch, gucken aber kurz vorher mit R auf unseren Besitz. Aber der Merkur ist immer noch nicht da. Schade, das lassen wir jetzt einfach mal offen. Und hoffen, dass ich nirgendwo gegen donner. Ah, schaut gut aus. Denn ich brauche die Credits aus diesem Erzverkauf. Und solange wir da jetzt schon hingebraucht hat, dürfte der Preis auch gut gestiegen sein. Erreiche System Argon Prime. Argon Prime. Und da ist mal eine Mission mit diesem Credits-Zeichen. Das sind die, die uns primär interessieren. Auch wenn man die am Anfang nur sehr schwer erfüllen kann. Man braucht eigentlich dafür einmal ein Lebenserhaltungssystem, damit man Passagiere transportieren kann. Man braucht ebenso einen Sprungantrieb, um sehr schnell von A nach B zu kommen. Oder man braucht sehr viele Schiffe mit sehr viel Stauraum, um die andere Art von Mission halt zu erfüllen. Aber ich kann euch ja mal zeigen, wie das funktioniert. Wir klicken einfach auf die Station, gehen auf Kommunikation oder C. Dann haben wir hier die Möglichkeit zu docken, wie ich das schon am Anfang gemacht habe. Und wir haben hier die anderen Personen, die noch an Bord sind. Er hier hat das C neben sich, also gibt er eine Mission. Klicken wir einfach drauf. Ich habe gehört, dass sie Hilfe brauchen. Klicken wir auch drauf. Und dann gibt er uns eine ungefähre Beschreibung der Mission. Er sagt, genau, er hat einen Passagier. Das heißt, wir könnten schon sagen, wir sind nicht interessiert, weil wir keine Passagiere transportieren können. Aber ich klicke einfach mal drauf. Was wollen sie denn erledigt haben? Er würde gerne 4 Passagiere transportieren. Das wäre eigentlich machbar. Aber man braucht dazu halt das Lebenserhaltungssystem. Und ich sagte, das ist machbar, weil 4 Passagiere nicht so viel Platz brauchen. Es gibt später auch größere davon. Aber wie ihr sehen könnt, die Mission bringt sehr, sehr viel Geld. 250.000 Credits. Dafür müssten wir sehr häufig an- und verkaufen. Später geben die Missionen auch teilweise mehrere Millionen Credits. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, sich was dazu zu verdienen. So, jetzt bremse ich aber erstmal ab.
gucke auf die Sektorkarte, die sehr lebendig aussieht. Also überall sind Schiffe. Jetzt drücke ich mal F und schmeiße einen weiteren Navigationssatelliten aus. Anzahl auswählen. 1 ist okay. So, jetzt haben wir hier auch einen Satelliten. Als nächstes fliegen wir nach Herons Nebel, wo wir immer unser Erz kaufen. Und da schmeißen wir noch einen ab. Ist unser Merkur inzwischen da? Ja, ist er. Sehr schön. Dann klicken wir hier Autopilot an, dass er da durchfliegt. Drücken wieder R. Und klicken auf ihn, sagen Handeln. Du sollst dein Erz verkaufen. Alles. Bringt mal eben 58.344 Credits. Sehr schön. Okay. Oh, durch den Verkauf haben wir mein Ansehen bekommen und sind jetzt vertrauter Freund von den Argonen wahrscheinlich. Gehe ich jetzt auf meinen Piloten, Pilotenstatus, Argonen, vertrauter Freund. Jo, schöne Sache. Und komischerweise haben wir jetzt schon bei den anderen Rassen auch Ansehen bekommen. Wahrscheinlich, weil wir die entdeckt haben, in Anführungszeichen. Aber wir sind irgendwo auf ein Schiff gestoßen von einer anderen Rasse und dann wurde diese Rasse zu unserer Übersicht hinzugefügt. Jetzt heizen wir aber nach Herons Nebel und setzen da unseren Satelliten ab. Denn wir brauchen neues Erz. Oder Energiezellen. Was ja eigentlich der Plan war. Na, müssen wir mal schauen. Erreiche System, Herons Nebel. So, maximale Beschleunigung. Und gucken wir mal. Ah, hier ist es nicht günstig. Oh, hier ist das Lager ganz voll. Das ist der niedrigste Preis, für den man Erz kaufen kann. 50 Credits. Bringt uns aber nichts, wenn wir es nicht loswerden können. Na gut, du fliegst erstmal automatisch in die Mitte der Zone, um da gleich einen Satelliten abzuwerfen. Und währenddessen gucke ich mal auf der Galaxiekarte, ob wir hier noch mehr Erz loswerden könnten. Munitionsfabrik war voll. Spezialwaffen war auch voll. Ungelenkte Raketen ist auch fast voll. Nee, hier werden wir kein Erz loswerden. Schade, schade. Na gut. Dann gehe ich auf meinen Besitz. Und sag unserem Merkur, Kommando, Kommandokonsole, Navigation, fliege zu Sektor, und zwar Energiezirkulum. Und gehe hier dann noch auf Konfiguration, Benachrichtigung, wenn Auftrag erfüllt. Ja. Das heißt, sobald er diesen Befehl, den wir ihm eben gerade gegeben haben, Fliege zum Energiezirkulum, beendet hat, also da angekommen ist, kriegen wir hier unsere Nachricht. Und können ihm dann den Befehl geben, zu der Solarstation zu fliegen, wo der Preis am günstigsten ist, da sein Laderaum voll zu machen und danach eine von den Fabriken anzufliegen, wo wir eigentlich unser Erz verkaufen wollen. Aber dabei macht er ja auch Profit. Da die Lager nämlich von den Waffenfabriken alle leer sind, kann er da die Energiezellen für den maximalen Preis verkaufen, was 19 wären. Also ein Profit von wahrscheinlich 7 Credits pro Stück. Und er kann mehrere tausend in seinen Lagerraum aufnehmen. Also, abbremsen. F für Fracht. Navigationssatellit auswerfen. Okay. Wo wollen wir noch Satelliten haben? Energiezirkulum klingt gut. Da wir da die Energiezellen kaufen wollen. Und danach sollten wir weiter die Gegend aufdecken. Da ist das Nordtor. Beschleunigen. Uah, und den Asteroiden ausweichen. Die können auch recht schnell tödlich werden, sogar die Kleinen, da muss man echt aufpassen. Aber der Autopilot bekommt das meistens hin. Ab und an, wenn man den Sensor zu hoch setzt, dann hat der Autopilot einen Bruchteil von einer Sekunde einen Aussetzer und genau dann kracht man dann gegen Asteroiden. Mit einem Grund, warum ich den immer auf 600% lasse. So. Wenn wir jetzt hier gleich unseren Satelliten abgelegt haben und eventuell auch schon die Energiezellen kaufen in unserem Merkur, dann will ich zu Argon Prime zurück und dann von da aus einen Sektor weiter südlich gehen.
Denn da findet man eine von den großen Fabriken, nee, Firmen, die ihre eigene Station haben. Die nennt sich nämlich TerraCorp. Davon gibt es 8 Stück hier in Terran Conflict. Und die haben teilweise recht interessante Sachen zu verkaufen. Da gibt es zum Beispiel den Sprungantrieb oder auch die Handelssoftware MK3, diese für 500.000. Da gibt es aber eben auch diesen Schnäppchenfinder und den Verkaufsassistenten, was wir ja beides für unseren Merkur kaufen wollten. So, du gehst damit in die Mitte, machst Sinzar an, knallst bitte nicht gegen irgendeinen von diesen Brocken und wir schauen, wo unser Merkur geblieben ist. Er ist in 3 Welten und will zum Energiezirkulum. 3 Welten müsste westlich von hier sein. Jo, dann klicken wir jetzt mal direkt auf 3 Welten und sehen, dass er langsam Richtung Osttor tuckert. Na gut. Wir sehen jetzt auch hier in den Sektoren, wo wir Satelliten abgeworfen haben, ebenfalls diese grüne Umrandung. Das ist sehr gut. Zum Beispiel Argon Prime können wir jetzt jederzeit gucken. Munitionsfabrik Alpha, Info, hat inzwischen sehr viele Energiezellen bekommen. Na, so viel zu der Idee. Na gut. Bedeutet aber auch, dass die Munition produziert wird und das Erz langsam sich wieder dem Ende neigt und wir da wieder unser Erz verkaufen können. Also ja, die NPC-Händler machen natürlich genau das gleiche wie wir. Die suchen auch die Stellen, wo man am besten Ware loswerden kann und gehen dahin. Das heißt, manchmal ist es ein wenig schwer, gute Deals zu machen. Aber je mehr Sektoren man mit einer Satelliten versorgt hat, desto einfacher ist es halt, ein gutes Schnäppchen zu finden. Also für uns, da wir einfach hin und her springen können und suchen, aber auch für den Computer, wenn wir dann später das automatisieren mit unserem Merkur. So. Er ist im Energiezirkulum angekommen. Sehr schön. Wir bekommen unsere Nachricht. Ihr Schiff, Ihr Merkur, hat seinen Auftrag beendet und wartet neue Anweisungen. Sehr schön. Sektorkarte öffnen und gucken, wo es die günstigen gibt. Also in L-Beta gibt es sie für 13, das ist ein guter Preis. In M-Alpha gibt es sie für 14, das ist nicht so gut. Und in XL-Gamma gibt es sie für 12, das klingt doch super. Klicken wir hier auf unseren Merkur, Kommandos, Kommandokonsole, Navigation, Docker an, in Energiezirkulum XL-Gamma. Da kaufst du dann bitte gleich ganz viele Energiezellen. Wir gehen aber mal kurz zu dieser Handelsstation, damit wir da einmal richtig abspeichern können. Es wird ja auch langsam wieder Zeit, denn man weiß nie, wann man aus Versehen mal stirbt. Gerade so eine dunklen Asteroiden sind dafür echt prädestiniert. Und wir wollen das ja alles nicht nochmal machen müssen. Hm? So, rein da. Einmal automatisch gespeichert und noch einmal richtig gespeichert. So, und wir sehen uns gleich wieder.